herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Ja, ich befinde mich gerade im Pausemenü. Aus einem folgenden Grund, ich wollte jetzt eigentlich nach der letzten Folge ein paar Sachen herrichten und gerade kurz schlafen gehen, dass es wieder hell wird. Und siehe da, ich kann nicht schlafen, weil hier, ihr seht hier oben rechts schon, links, Horde-Event aktiv. 4 auf 4 Bambi-Kills. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Horde-Nacht. Was natürlich einerseits echt heftig ist. Für das, dass wir in Tag 42 sind und jetzt erst die zweite Nacht haben. Aber ich bin ja jetzt echt gespannt, wie die reagieren, wie die drauf sind. Die sollen ja mehr auf die Base gehen. Und da habe ich mir echt gedacht, dann nehme ich euch jetzt halt mit rein. Wenn schon mal eine Wambi-Nacht kommt. Bin ja schon froh, dass wir wieder eine haben. Und dann sehen wir natürlich auch gleich die neuen Features vom Update. Allerdings sehe ich immer noch keinen. Und sie ist früher, wie es ausschaut. Die war doch sonst immer um 2. Jetzt ist kurz 11:45. Ey, wo seid denn ihr? Warte mal. Aha. Da sieht man, die gehen wirklich auf die... auf die Gebäude. Verdammt nochmal, wo sind die überall? Die spawnen ja sogar drin. Oh, das ist mies. Wow, was geht denn mit denen ab? Ja, oh, das ist echt heftig. Ja, oh. Also, dass die so extrem auf die Base losgehen. Wow, das ist heftig. Oh, das ist echt heftig. Leck mich am... Sagst du es lieber nicht, aber... Ist ja nicht... Wow. Wow, wow, wow. Also ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber dass die gleich so extrem mich eigentlich voll ignorieren und voll auf die Base scheppern, ist mir das verarscht, jetzt kommt gleich der nächste hinterher oder was? Ich war jetzt gerade an Schaden beurteilen, wo bist denn du? Mein Kleiner. Okay, es gibt immer noch solche, die sich ein bisschen verstecken. Super, jetzt habe ich auch keine Ausdauer mehr. Und wir sollten eigentlich schlafen. Aber das war jetzt echt übel. Also mal ganz ernsthaft, das war heftig. Dass die uns das Zeug einfach so schnell zerklopfen. Jo, da bin ich gespannt. Also da ist es die Idee mit dem Wambi-Turm an sich eigentlich auch passé, weil wir doch alles schützen müssen. Was denn, wo denn? Du hast mich doch gerade angeschaucht. Hä? Hä? Was ist er denn? Aha! mich erst im Eis festhängen und dann hier auf mich losgehen, oder was? Nicht auf mich losgehen, meine ich. Okay. Bin ich ja mal gespannt, aber für euch wird es, glaube ich, gerade... extrem dunkel. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen und schauen uns den ganzen Schaden nochmal am helllichten Tag an. Aber ich muss schon echt sagen, wow. Dass die einfach so schnell das Zeug zerklopfen. Ja. Ist jetzt schon heftig. Muss ich jetzt schon mal dazu sagen. Und wenn wir schon mal hier oben sind, es gab mit dem Update auch neue Geräusche,
zum Befüllen der Flaschen. Finde ich auch sehr geil. Es gibt auch neue Anzündgeräusche. Echt cool. Wir haben nichts zum Essen, gar nichts. Oh Mann. Aber da haben sie uns jetzt echt eiskalt erwischt. Da will ich jetzt gar nicht wissen, wie das läuft, wenn da noch mehr kommen. Und die zerklopfen uns so schnell das Zeug. Gut. Werden wir schon sehen, wie das weitergeht. Aber ehrlich gesagt finde ich die Heftigkeit von denen, ihren Schlägen, ein bisschen overpowered. Tut mir leid, wenn ich sage, aber ich sag mal so, wenn ich mich mit dem Holzzaun schütze und die mit ihren Händen reinbollern, können sie ja machen. Aber dann sind sie ja normalerweise nicht so schnell durch meinen Holzzaun durch, oder? Oder bauen wir hier mit morschem Holz? Dann haben sie jetzt 4 Elemente zerplatzt und es waren bloß 4 Stück. Der andere hat hier im Haus rumgeklopft. Da ist es echt die Frage, ob man nicht als erstes die Zäune aufwerten sollten. Wäre fast gescheiter, gell? Weil der Turm an sich, gut, wird trotzdem gebaut. Optisches Highlight auf jeden Fall. Aber, ja, so, jo. Ist schon trotzdem heftig. Kann ich nicht anders sagen aktuell. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr dazu denkt. Weil es ist ja auch so, die kommen ja nicht mehr von einer Seite. Die kommen ja aus allen Ecken. Und was mich am meisten gerade gestört hat, war, dass der eine in unserer Base gespawnt ist. Das fand ich halt überhaupt nicht geil. Weil wenn sie dann außerhalb spawnen, ist ja alles gut und recht. Dann können sie hauptsächlich außenrum kaputt machen. Aber der eine steht hier im Haus, der andere steht da im Haus. Ja, auch gut. Natürlich auch so ein Ding. Machen wir hier gleich noch schnell leer. Und werden schauen, dass wir die Zäune hier ganz schnell wieder aufbauen. Wir brauchen natürlich Holzscheite und Seile. Sollte man normalerweise alles haben. Oder ziemlich zügig. So, Seile haben wir hier. Sollten normalerweise reichen. Da haben wir schon mal 3 Holzscheite. Ja komm, wir fällen draußen einfach einen Baum. Ach komm. Ist doch nicht wahr. Also ich finde auf jeden Fall, sie kommen deutlich häufiger. Ist zwar geil, wie sie alle agieren, aber die Häufigkeit, ja. Ist auch so ein Punkt. Muss man mögen, aber wir werden uns schon dran gewöhnen. Jetzt bauen wir erstmal die Zäune wieder auf. Ja, warte mal, den kann ich eigentlich so liegen lassen, weil ich brauche ja eigentlich nur die Holzscheite, gell? Zack, zack, zack. Dann bauen wir hier den gleich wieder auf. Bin ich dumm. Brauch keinen. Oh. Fängt ja schon gut an. Natürlich solche 3 Holzscheite. Kein Brennholz. So, erster Zaun steht wieder. Seile sind drin. Gut, ein Seil wird uns auch noch fehlen. Aber wir brauchen auch noch Holz.
Das Gewitter ist wieder so geil. Also die Geräuschkulisse finde ich Hammer. So, brauchen wir nochmal zwei. Bitte Axt, halt wenigstens durch. So typisch. Das war so typisch. Jetzt brauchen wir da noch zwei Stück. Wir brauchen eine neue Axt. Aber warte mal, die Axt können wir doch, glaube ich, machen, oder? Da brauchen wir bestimmt bloß einen Stick dafür und ein Steinchen. Passt. Aber wenn wir schon hier sind, füllen wir das Brennholz wieder rein. Und holen uns noch ein Seilchen. Ne, wir machen 50, das kommt rüber. Rindenmulchkiste, wo ist denn die? Die haben wir auch noch hier, die werden wir auch bald brauchen. Den Rest packen wir danach raus. Jetzt schauen wir mal, ob wir Seile hier noch machen können oder ob wir da an die Werkbank müssen. Dachte ich mir. Werkbank, Seile. Warte mal, gib mir mal den mit. Als Notfallwaffe. So, welchen Baum hatte ich denn hier gerade angehackt? Was ist vielleicht du? Ja. Hey Schweini, servus. So, dann sind die Zäune wenigstens schon mal ganz. Dann schauen wir mal, dass wir noch was zum Reparieren haben. Den Hammer hatte ich doch auch dabei. Dann gehen wir jetzt mal durch und gucken, was hier alles beschädigt wurde. Durch die Wambi-Nacht. Und wo wir hier was reparieren müssen. Ja gut, dann bräuchte ich ein Brettchen. Da vorne haben sie alles zerlegt. Hier. Oh, warte mal, da vorne ist ja auch nochmal eins kaputt. Ja gut, kommen ein paar Bretter, nehmen wir mit, wir richten das Ding mal durch. Und wir holen gleich noch ein bisschen Holz hinten. Liegt ja noch einiges rum. Wir brauchen es sowieso. Ne, ich höre einen Bär. Und tschüss. Den Bär brauche ich nämlich jetzt nicht auch noch. Aber doch, der könnte uns Essen bringen, ne? Genauso wie Schweinchen. Und ein Schaf. Was ist denn heute los? Komm, wir gehen auf Bärenjagd. Machen wir jetzt noch zum Abschluss. So, Freundchen. Du bringst mir jetzt auf jeden Fall schon mal lecker viel Fleisch. Ja gut, die Tierhaut, joa. Packen wir mal alles ein bisschen ordentlicher hier rein. Vielleicht kriegen wir es dann doch mit. Obwohl wir eigentlich genug hätten. So ist es jetzt nicht. Jetzt geht's rein. Und wir haben doch noch ein Schweini gehabt. Ach, oder ein Schaf. Oh. Ah doch, das habe ich erwischt. So, Schaf. Was hast du für mich Schönes? Das gleiche, keine Wolle. Schade. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Und wir hatten eigentlich noch ein Schwein gehört, gell? Ja gut, ist da hinten unterwegs. Oder ist das ein Bär? Mal gucken.
Es war ein Bär. Ich hab deinem Freund nichts getan. Du Sacknase. Bin ich doof? Boah, boah, boah. Hey, lass mein Tor in Ruhe. Was ist denn mit dir los? Kampfbär oder was? Gut, also wir waren schon lange nicht mehr verletzt, muss man auch dazu sagen. Aber der Radius des Bärs hat sich auch deutlich erhöht. Also normalerweise, wenn ich aus der Entfernung geguckt habe, hat es nie was gebraucht. Ich dachte, da sitzt ein Vogel. Dann ist es doch schon wieder ein Wambilein. Also Action haben wir auf jeden Fall definitiv im Spiel, muss man echt sagen. Leck mich am Arsch. Puh. Gut, jetzt laufen wir mal ein bisschen langsamer zurück. Schauen wir in die Schmiede. Wir legen die nochmal nach. Melzen ein paar Eisenbahnen durch. Weil wir brauchen noch 8 Stück für unseren Amboss. Weil das erste Ziel ist auf jeden Fall, dass wir eine Metallaxt und eine Spitzhacke uns bauen. Aber das wird wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge was werden. Aber man kann heute schon mal abschließend sagen, Horde Nacht, Hammer durch, wir sind ein bisschen jagen gegangen, die Tierchen sind auf jeden Fall auch ein bisschen mehr auf Zack. Hat er auch geschrieben, das komplette KI-System wurde überarbeitet, nicht bloß für die Wambis. Ja, Action haben wir auf jeden Fall auch. Wir hatten heute, glaube ich, alles, was es gibt bis jetzt. Ja, doch. Macht Laune. So, dann legen wir jetzt hier erstmal schnell nach. Seht ihr ja, ein bisschen Eisen wurde ja schon vorbereitet von mir. Dass es ein bisschen schneller geht, das Ganze. Wir haben hier nochmal Lehm. Aber ich glaube, Lehm hatte ich hier auch nochmal. Dann haben wir hier auch nochmal einen Pack. Ach, da ist ja auch nochmal ein Eisen. Und das ist angefangen. So, dann packen wir jetzt hier gleich mal noch die Bretter rein. Die, wo wir schon haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen hier nochmal eine Steinrunde. Machen uns zwischenzeitlich leer. Ah, genau. Warte mal, hier am Feuer. Da können wir mal uns das neue Geräusch anhören. Was gehört, da hört er nämlich ein bisschen mehr. So wie es Feuer so langsam anknistert und anfängt. Sehr geil gemacht. Also sind so kleine Details, die echt Laune machen. Auch das mit den Trinkflaschengeräuschen passt jetzt wesentlich besser rein. Echt gut. Gefällt mir. Steinpfeile. Will ich mit Steinpfeilen? Ja, doch noch ein Pfeile, wenn ich mich nicht täusche. Aber als Reserve. Gerne. Warum nicht? So, fischen können wir auch wieder. Da können wir auch gleich noch auf ein nächstes Detail eingehen. Aber erstmal gucken wir, was er für ein Problem hat. Kohlenhydrate. Ja, weißt du was? Wir gehen schnell rein zum Kochen. Oder wir könnten auch mal wieder Oldschool... Ja, mit den Steinen. Oldschool kochen hier auf dem Lagerfeuer. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen Fleisch. Aber... Ne, warte mal. Gib mir mein Fleisch zurück. Wir brauchen das Fleisch für was anderes. Wir wollten ja heute eigentlich ein paar Gerichte kochen, wenn ich mich nicht täusche. Und was brauchen wir denn hier? Da braucht man nur Kartoffeln, leere Dose. Okay, da brauchen wir das. Da bräuchte ich noch Fisch dazu. Komm, dann gehen wir jetzt noch schnell fischen. Und dann sehen wir auch gleich, wie das hier ist mit dem Schwimmen. Okay, man ist oben drüber. Man kann schön untertauchen. Das ist gut. Das wurde auch gefixt. Das gefällt. Ob das natürlich an den Flüssen dann genauso ist,
Müssen wir rausfinden. Komm her jetzt. Fischi. Du kommst her. Du kommst in meinen Kochtopf. Dann nehme ich auf jeden Fall noch einen zweiten mit. Hey, du kommst auch in meinen Kochtopf. Nee, du bist mir zu klein. Dich mag ich nicht, aber dich. So, dann haben wir jetzt schon mal die hier. Müsste eigentlich reichen für uns. Und dann bereiten wir hier gleich mal ein bisschen was vor. Ah ne, wir brauchen noch Kartoffeln, glaube ich. Ernten. Kartoffelchen wieder rein. Ernten, Kartoffel wieder rein. Nehmen wir die letzte Kartoffel auch gleich mit hier. So, da haben wir das so, oder? Ist noch dazu perfekt. Dann schauen wir, ob wir vielleicht schon mal die Grundzutaten hinkriegen. Für die Rationen. So, da haben wir schon mal 2, 6, okay. Den Fisch haben wir noch, die Kartoffeln haben wir noch. Dann brauchen wir, was brauchen wir für den... wie heißt er denn? Wie schimpft er sich? Gemüsesalat. Gurke, Mais, Kartoffel. Gurke, Mais, Kartoffel. Nehmen wir gleich mal dreimal Gurke. Nehmen wir noch Mais. Schaut es bei uns im Inventar aus. Gott, das war's. Gurke, Mais, Kartoffel, Dose. Dose, Gurke, Mais, Kartoffel. Jetzt geben auch die Kartoffeln nämlich langsam ein bisschen mehr Sinn. Dann verkochen wir das jetzt einfach mal alles, was wir hier schnell haben. Gurke, Mais, Kartoffel und natürlich wieder eine Dose. Dose, Gurke, Mais, Kartoffel. Dann brauche ich jetzt nochmal einen Mais. Du musst jetzt auch wieder kommen, gell? War wieder so klar. Wo bist du? Reifenreiniger. Reife? Oh, servus. Moin, bin hier. Oh, vorbei. Das war so klar. Dass der Sack jetzt auch noch rumhüpft. Also es ist auf jeden Fall, ja doch, ein bisschen schwieriger geworden. Und wo ich meinen Pfeil jetzt eigentlich hingeschossen habe, an welche Hauswand und so, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Halt, ich war beim Kochen. Wo waren wir denn jetzt? Gurke, Mais, Kartoffel, glaube ich, mit Dose. Nochmal die Dose her. Gurke, Mais, Kartoffel. Dann könnten wir eigentlich nochmal 4 Stück machen, gell? Machen wir jetzt einfach mal das Gewächshaus durch. So, davon 4. Eine Pflanze von jedem bleibt mal über. War klar. Das ist blöd. Warte mal. Die kann ich doch bestimmt mal hier... mal kurz rauswerfen, oder? Die Döschen. Wird denen doch nichts machen. Da liegt schon mal Mais. Und ein Mais wird wahrscheinlich wieder draußen rumliegen. Den holen wir auch gleich. Sonst fehlt er uns. Wo ist er? Wo ist der Mais hin?
Der ist wohl weg. Schade. Ja, da liegt er auf jeden Fall nicht. Naja, gut. Kartoffel, Mais, Dose. Noch eine Dose. So. Dann machen wir das jetzt einfach ganz normal so und so und so. Dann haben wir nämlich die ganzen Dosen hier schon mal. Wahrscheinlich sind wir jetzt voll, oder? Ja, wir brauchen aber eh neue Dosen. Die haben wir nämlich auch noch im Lager. Irgendwo habe ich die nämlich hier reingepackt. Weiß bloß nicht mehr genau. Nicht? Warte mal, auch noch Dosen. Sind noch irgendwo Dosen? Nein. Doch, da waren noch welche. Da hinten auch noch welche? Nein. So, dann gehen wir jetzt aber erstmal schnell hoch. Pfanne runtergenommen. So war das nicht gedacht. Dann schmeißen wir hier das da erstmal rein. Das muss ja auch fertig gekocht sein. Dann sammeln wir hier erstmal. Mal hilft es was, wenn ich das da hinwerfe? Vielleicht sieht es da ein bisschen schöner aus. Passt. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Da haben wir hier schon mal ein paar Döschen. Das andere kocht. Währenddessen wir kochen, werden wir hier auch nochmal Steinchen durchjagen. In 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hoffe, das waren jetzt 10. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen Gemüsesalat herstellen. So, davon ein. Davon ein. Okay. Haben wir nicht genug Platz da drin? Nehmen wir noch eine Dose dazu. Müssen wir das hier erst aufheben. Noch ein Döschen. Habe ich jetzt noch Platz, um die Melone mitzunehmen? Ja. Aber natürlich im aufgeschnittenen Zustand wieder nicht. Aber was soll's, ist halt so. Und gleich nochmal eine. Was? Bist schon irgendwo hinter mir? Da ist er doch schon. Spawnen die eigentlich hinter mir mittlerweile? Ich habe nämlich so langsam das Gefühl, dass die ziemlich nah an einem spawnen. Aber gut. Noch eine Dose. Haben wir 4 davon. Hier noch eine Dose. Zack, zack, zack. Der Rest wird so gegrillt, oder? Was meint ihr? Da haben wir jetzt schon mal gut alle Sachen durchgecheckt. Und probiert, was wir so konnten. Komm, ziehen wir mal raus. Dann darf nämlich auch gleich die restlichen 2 hier rein. Dann darf auch das Fleisch hier rein und hinten noch die Kartoffel. Und wir verdursten. Jetzt nicht mehr. Und wie viel haben wir jetzt davon? Wir haben hiervon 2, 4. Das ist auch schon mal gut. 4 Stück. 2, 3, 4. Dann brauchen wir 1, 2, 3. 4 Stück hiervon.
Und ich gehe mal davon aus, machen wir jetzt einfach noch in der Folge, dass wir jetzt einfach. Ah ne, Plastik brauchen wir ja auch noch, gell? Plastik, Plastik. Jetzt hoffe ich, dass wir noch Plastik haben, dass wir das angucken können. Ja, nur drei, okay. Dann müssen wir halt in der nächsten Folge Plastik herstellen. Aber zum Angucken können wir ja jetzt schon mal eine Ration herstellen. So. Eins davon. Und ein Plastik. Ich. Okay, gucken wir nochmal das Rezept an. Essen. Ration. Eine Eintopfmischung, ein Fruchtsalat, ein Gemüsesalat, ein Plastik. Ja, und? Also nochmal. Ein Gemüsesalat, einen Fruchtsalat, einen Fleischeintopf, ein Plastik, zwei Plastik, drei Plastik. Geht aber nicht. Ja, gut. Ist natürlich jetzt auch kurios. Dann werden wir mal schauen. Oder beziehungsweise ich werde schauen bis in der nächsten Folge, wie wir das hinkriegen. Würde mich nämlich sehr interessieren. Euch bestimmt auch. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier am Ende. Klar, es war eine spontane Folge am Anfang wegen der Hordenacht. Aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Wir konnten noch ein bisschen aufs Update 7 eingehen. Müsste, denke ich, jetzt für euch auch alle verfügbar sein. In der Live-Version. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstagabend. Bis Donnerstag. Ciao, ciao.